Sehr verehrten Damen und Herren, angesichts der Sachlage hier am Brandenburger Tor begrüße ich auch alle Vertreter des Zionismus, alle Israelis und alle türkischstämmigen Mitbürger in diesem Land und alle Ossis. Es spricht nun zu uns Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Auch ich begrüße Sie zu Teil 2 des diesjährigen Roma-Day-Parade hier in Berlin, nunmehr auf dem Pariser Platz. Diesen Namen trägt der Platz übrigens seit dem Einzug preußischer Truppen in die französische Metropole anno 1814. Vielleicht wäre das Anliegen des Roma-Day auf der anderen Seite des Brandenburger Tores besser aufgehoben. Der Platz des 18. März erinnert nämlich an die bürgerlich-demokratische Revolution von 1848 und dies nicht nur in deutschen Landen. Und mithin erinnern wir hier auf der anderen Seite des Brandenburger Tores auf dem Platz des 18. März auch daran, dass Bürgerrechte und Demokratie noch nie vom Himmel gefallen sind, sondern immer schwer erkämpft werden mussten. Und daran, dass Bürgerrechte und Demokratie auch heute wieder attackiert werden von rechts, zuweilen aber auch von Staatswegen. Das beginnt übrigens bei Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wohlbemerkt die Würde aller Menschen. Aller Sinti und Roma, nicht nur die Würde der Schönen und Reichen oder der Deutschen und Weißen. Ich erinnere daran, die Bildung der Europäischen Union war eine zentrale Antwort auf eine Zeit nationaler Borniertheit, an eine tödliche Zeit, an eine Zeit rechter Dominanz. Und so etwas setzt man im Übrigen bei aller Kritik an der derzeit bestehenden Europäischen Union oder ihren Institutionen nicht leichtfertig aufs Spiel. Habe ich gern heute hier zugesagt, den heutigen Roma-Day hier auch mit einem Redebeitrag zu unterstützen. Sie wissen es, die Losung des Roma-Day 2019 ist Roma für Europa. Und ich wünsche mir zugleich ein Europa für alle Sinti und Roma. Es gibt auch Mutmacher. Eine solche Mutmacherin hat vorhin auf der ersten Kundgebung am Mahnmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma gesprochen. Eine Vertreterin des Bündnisses Unteilbar. Und ich möchte daran erinnern, 240.000 Bürgerinnen und Bürger demonstrierten im vergangenen Herbst hier gegen Ausgrenzung, für Solidarität. Das war beeindruckend und gemeint waren natürlich auch die Sinti und Roma. Und insofern hoffe ich, dass Ihr Appell, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr werden und gemeinsam stehen, auch tatsächlich Wahrheit wird und sich im richtigen Leben umsetzt. Wir wissen aber auch, der eigentliche Kampf findet nicht an einem einzigen Tag statt, sondern im Alltag. Und das beginnt auf dem Schulhof, in der Kneipe, auf der Arbeit oder auch manchmal am Abendbrottisch in der Familie. Und dabei bin ich mit Ihnen und ich hoffe, wir ermutigen mit unserem heutigen Tag, mit der Parade, die nachher noch weitergeht, möglichst viele, sich im Alltag für Bürgerrechte und Demokratie und gegen jedwede Art von Menschenfeindlichkeit einzusetzen. Und das sage ich auch ganz deutlich mit Blick auf die Mini-Demonstration da in meinem Rücken. Antisemitismus hat keinen Platz in diesem Land. Antiziganismus hat keinen Platz in diesem Land.
jedwede Form von Menschenfeindlichkeit ist zu ächten und wir müssen ein Stoppschild aufstellen, da wo Ausgrenzung beginnt.